hinkauen. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar befinden wir uns heute wieder in Linz, in der schönen, wunderschönen Stadt Linz. Und zwar aber nicht über Tage, sondern unten drunter in einem alten Weinkeller, der im Zweiten Weltkrieg auch zum Luftschutzstollen ausgebaut wurde. Und hier kann man bestimmt noch schöne Sachen entdecken. Wir wollen uns jetzt den ganzen Stollenverlauf mal anschauen, wie es hier drin ausschaut, was es hier vermutlich noch zu entdecken gibt. Ihr könnt euch ja auch an den Rommelschnaps erinnern. Genau dieser Rommelschnaps wurde hier in dem Keller gelagert. Und wir wollen uns mal anschauen, ob man das irgendwie erreichen kann, ob man da was sehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. Bleibt meinem Kanal treu, euer Beatmaster TV. Und wer noch nicht abonniert hat meinen Kanal, der kann das natürlich immer noch tun, um kein Video mehr zu verpassen. So, wir befinden uns praktisch jetzt unter Linz. Im Linzer Untergrund sozusagen. Es handelt sich hier um einen alten Luftschutzstollen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wurde natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg als nicht Brauerei, sondern wo man Wein lagert. Hier befindet sich praktisch der offizielle Eingang. Ich habe mich damals, als ich zum ersten Mal hier drin gewesen bin, unter der Tür durchgegraben. Man hat auch hier im Linzer Untergrund einige Möglichkeiten. Hier handelt es sich um den Zentralkeller. Der Zentralkeller dürfte auch bekannt sein vom Rommelschnaps. Hier wurde praktisch der Rommelschnaps eingelagert. Das ganz gut bei Wikipedia nachlesen. Rommelschnaps. Dieser Teil des Stollens gehört zu
zu einem Wohngebäude. Da schauen wir nachher gleich mal rein. Wir schauen jetzt erstmal durch den Stollen durch. Da hat man nämlich ein Loch gemacht. Hier standen praktisch die Weinfässer. Da muss sich wieder jemand verewigt haben hier oben. Wir sind praktisch jetzt in dem Bereich, wo der Wein gelagert wurde, damals. Wahrscheinlich nicht nur der Wein, man kann ja auch viele andere Sachen finden. Hier geht es dann praktisch weiter zu einem Wohnhaus. Hat man auch Kühlschränke abgelagert. Also ich finde es einfach Schweinerei. Hier in dem Keller sind sogar Fahrräder gelagert. Da steht sogar ein Fahrrad da. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann im Video. Wir haben es jetzt 2022 und haben nochmal einen Abstecher gemacht hier in diesen alten Stollen. Da hat sogar jemand seine ganzen Skier entsorgt. Und da ist wahrscheinlich der Auslass des Weins gewesen. Hier sieht man auch noch die alten Weinfässer. Es ist praktisch so in der Richtung wie der Aktienkeller hier in Linz. Also hier befinden wir uns praktisch in der alten Weinkellerei. Genutzt wurde der Keller natürlich auch recht kräftig. So.
gehen wir nochmal den einen Weg durch den Durchbruch hier oben. Da schauen wir uns nochmal an, wo es dahin geht. Dieser Teilbereich ist praktisch im Sandstein gebaut. Und noch relativ im Rohbau. Es gibt sogar einen Plan von diesem Zentralkeller hier in Linz. Wenn ich den jetzt finde, daheim, werde ich den mal mit an das Video dranhängen. Wir kommen jetzt praktisch in den eigentlichen Keller, oder da gab es mehrere Keller jetzt, mehrere Weinlagerkeller. Und da unten ging es praktisch in das Wohnhaus, in den eigentlichen Keller. Der ganze Keller gehört jetzt praktisch zu einem Wohnhaus und ist von diesem Stollen abgetrennt. Man kann es vielleicht da unten erkennen, dass da mal die Mauer offen war. Vermutlich wird es wieder aufgemacht. Und da kam man praktisch in den eigentlichen Rommel, in den Bereich, wo der Rommelschnaps gelagert wurde. Früher konnte man da reingehen. Vielleicht gibt es noch ein Video bei mir auf meinem Kanal, wo man sieht, den eigentlichen Lagerbereich des Rommelschnapses. Auch hier waren überall fleißige Wühlmäuse am Werk. Es ist ein Sandsteinkeller, ein Sandsteinstollen. Man kann es gut erkennen. Auch hier ist vieles nicht fertig geworden. Hier so ein Nebenarm, ein Nebenstollen. Groß ist der Teilbereich nicht unbedingt, den man begehen kann, weil halt wie gesagt unten der große Keller fehlt. Geht es euch genauso, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und Stimmen hört? Ich finde es furchtbar, ja. So, wir müssen jetzt durch dieses Loch wieder zurück. So. Wir müssen jetzt auch durch dieses Loch wieder zurück. Geht's dann runter. So, wir sind praktisch jetzt wieder unten in dem eigentlichen Hauptstollen. Geht es noch ein Stückchen weiter. Aber im Bereich der Wohnhäuser hat man das natürlich alles zugemacht. Thank you.
Wir sind jetzt praktisch über dem Kellerbereich. Und hier kann man ganz gut erkennen, in den ganzen kleinen Schrebergärten, die es gibt, die kleinen Hütchen. Und das ist die Belüftung für den eigentlichen Rommelkeller, der sich unter unseren Füßen befindet. Man hat da eine schöne Kleingartenanlage draus gemacht oder oben drüber gestellt. Ah, geht's nicht weiter. Wir befinden uns theoretisch genau über dem Bereich, wo wir vorhin unten lang sind. Ist heute wieder sehr, sehr warm. Da hinten kann man den Pöstlingberg erkennen. Nur als Orientierungshilfe. Und hier ist so ein Lüftungshütchen. Da drüben noch eins. Und genau unter uns befindet sich praktisch der Stollen. Hier kann man auch noch mal ganz gut die Hütchen erkennen. Wir gehen jetzt praktisch, glaube ich, in Richtung Kapuzinerstraße, wenn ich mich recht entsinne. Quer durchs Feld diesmal. Die Zecken werden eine Freude mit mir haben. Wir wollen dann gleich baden gehen. Wir schauen uns noch die kleinen Luftschutzstollen an, die es hier oben gibt. Eingewachsen, eingewachsen. Da. Und hier